what's deep within. We can forever change this world. Ja, für uns ist es ganz wichtig, dass wir gerade diese Affinität mit Fußball und auch Musik bei Jugendlichen natürlich vorfinden und sowohl eine Begeisterung für Sport, für Fußball da ist, als auch natürlich für Popmusik. Und von daher sind wir ganz froh, dass wir diese Zusammenarbeit mit Brosis haben, dass wir einen Song für unsere Talentförderung haben, der auch im Rahmen unserer Länderspiele der A-Nationalmannschaft als Trailer immer wieder mit eingespielt werden wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine ganz nette Geschichte für Brosis, dass sie neben der Musik, die sie machen, die ja unheimlich viele Kids und Jugendliche anspricht, auf der anderen Seite natürlich auch einen Hang zum Sport haben. Insbesondere Giovanni, der selbst ja auch Fußball gespielt hat, war von der Idee ganz begeistert, das gemeinsam zu machen. Never stop dreaming, never stop trying, don't give up. Für mich ist natürlich eine Riesensache, Fußball und Musik zu kombinieren, weil ich ja schon immer so von beiden Sachen sehr stark beeinflusst war. Habe auch bis kurz vor Brosis noch Fußball gespielt. Und jetzt beides zusammen zu haben, jetzt mit einem Songverein, ist für mich natürlich schon ein Riesending. Also auch jetzt mit den Nationalspielern, das ist ja nicht irgendwie nur eine Regionalligamannschaft oder so, das sind ja schon die Nationalspieler, das ist schon was Cooles. Vorher noch mit dem Völler ein bisschen auf Italienisch gequatscht, haben wir jetzt schon ein paar Mal getroffen. Hat ja eine Frau aus Rom, da komme ich ja auch her. Und das ist auch ein cooler Typ. Never stop trying, don't give up. Never stop thinking. Ich sehe durch diese Kooperation auf jeden Fall noch eine größere Motivation für die Zielgruppe, die jetzt hier angestrebt wird durch uns im DFB. Weil gerade in diesem Alter sich eben oft entscheidet zwischen 12 und 15, 16, so, wo es lang geht, also in welche Richtung ein Spieler gehen kann oder ein junges Talent, weil es eben die entscheidenden Jahre sind. Und ich denke schon, wenn damals irgendwie meine Lieblingsband auch noch irgendwie was fußballmäßig gemacht hätte, hätte ich auch gesagt, boah geil, die stehen ja auch drauf, weißt, das ist ja noch cooler, also Fußball ist was Cooles. Aber viele denken vielleicht, Fußball ist nicht cool oder so, Fußball ist definitiv was Geiles. Und dadurch kann es schon noch mal einen Motivationskick geben. Ich habe irgendwann mal, wollte ich mich fit halten, und da habe ich angefangen, Damenfußball zu spielen. Und das war richtig geil. Ich habe bei Olympia Biebesheim angefangen. Und es ging dann immer weiter, aber irgendwann war es dann halt so, weißt du, so bei Frauen, die sind dann nie so wirklich dahinter und hören dann irgendwann auf, wenn sie mit der Schule fertig sind. Und so war es halt bei mir auch. Aber ich finde Fußball klasse. Ich gucke es auch sehr gerne. Ich bin nicht nur so ein Endspielgucker, sondern auch richtig so. Aber ich kenne mich nicht jetzt so wunderbar aus wie der Giovanni, der ist natürlich der Oberexperte. Aber mir macht das Spiel einfach Spaß. Ich finde es einfach ein unheimlich schöner Sport. Und es ist wie Theater, dazu zu gucken, wenn es schön inszeniert ist von den Spielern. Das ist einfach geil. Also ich denke schon, dass wir da sehr motivieren können. Weil es gibt viele Leute oder viele Kids, die halt anfangen, Fußball zu spielen, aber schon sehr, sehr früh dann teilweise aufhören, weil sie sagen, hey, ich muss jetzt meine Ausbildung machen, ich muss anfangen zu jobben, ich brauche Geld, ich habe ein Auto. Und es gibt einfach momentan keine großen Aussichten für Kids, dass sie halt sagen, hey,
Fußball ist eine Aussicht, ist ein Ziel, das ich mir setzen kann und das nicht nur so in Sternen steht, sondern damit kann man vielleicht auch Geld verdienen, damit kann man. Und das war so ein bisschen, also ich kenne das noch, so vor 10 Jahren war das noch ein bisschen anders, also bei meinen Freunden. Die haben wirklich mit dem Gedanken gespielt und haben das echt durchgezogen bis 20, gut, wenn es ja nicht geklappt hat. Aber heutzutage ist es so, bis 15 wird halt gekickt, die finden das gut, also richtig im Verein. Und danach wird so der, also verlieren die so den Glauben daran. Und dieses Förderprogramm, ich denke halt, das hängt auch viel mit Geld zusammen. Und ich finde es auch toll, dass man sich bereit erklärt, also auch kleinen Vereinen wirklich da auch materiell zu unterstützen. Und das ist einfach gut für die Kids. Und wir sind natürlich, haben wir natürlich auch die perfekte Zielgruppe. Also wir haben viele Fans, die sind in dem Alter so zwischen 9 und 14. Und tja, wäre doch schön, wenn wir mal irgendwelche Nachwuchsspieler da auch dabei haben, die sich dann noch irgendwann als Broses-Fans bekennen. Was auf uns zukommt ab 2006. Und deswegen muss man, denke mal, alles dafür tun, dass man die jungen Talente auch fördert und irgendwas dafür tut. Und ich meine, durch diesen Schritt kann man, denke mal, viel dagegen, dafür tun. Und ich freue mich auch, dass ich auch dabei bin. Der DFB hat halt nach einem Künstler gesucht, der für so ein Talentförderungsprogramm stehen kann. Und Broses ist halt nun selber eine Band, die gecastet worden ist aus 11.000 Menschen. Und die wirklich ihren Weg gegangen sind und sich durchgesetzt haben und jetzt ganz weit oben stehen. Und letztendlich geht es darum, ja auch in dem Talentförderungsprogramm sich durchzusetzen und am Schluss vielleicht hier in so einem Bundesliga-Stadion wie hier zu stehen und zu spielen bzw. in die Nationalmannschaft zu kommen. Und deshalb passt eigentlich die Idee der Talentförderung auch zu der Idee von Broses, wie Broses letztendlich entstanden ist. Wenn wir uns als Vorbilder da hinsetzen können und dies machen können, denke ich, dass es uns auch nur hilft. Also einfach auch ein bisschen über andere Sachen nachzudenken und nicht nur über Musik und über das. Weil es gibt auch noch ein paar andere Sachen außer der Musik. Ich sage nicht, dass man die Musik vernachlässigen tut oder so, aber es gibt schon noch ein paar Sachen außerhalb. Und das heißt Menschlichkeit. Sag
Salz im Auge. Ich gehe mal rüber, Freunde. Ja? Es ist nicht anstrengend, es ist nur ungewohnt. Also wir tanzen prinzipiell auf glatten Boden. Das nimmt dir schon ganz viel Sicherheit. Also wenn du jetzt weißt, du drehst dich, du weißt, du musst einen schnellen Step machen und so. Und du weißt, der Boden, der unter dir, das ist Salz und es gibt nach und das rutscht, du rutschst weg und so. Da traust du dich am Anfang nicht. Aber es ist eigentlich griffiger, als man denkt. She was a girl who liked to walk the night. Kind of girl you wanna have by your side. Not afraid to tell you how it is. So you gotta rock that body now. It seems that she's on the silver screen. A real bad chick star and beauty queen. Der junge Mann, der unter anderem Chick McGregor ist, aber auch unsere Choreografie gemacht hat für den Song. Und was das Coole daran ist, war mit uns beim Casting in Ibiza. Stimmt's? Stimmt. She never gave a man the time of day. Kind of girl that always has to have a say. But I'm falling for this girl in a big way. And I'm hurt if she wants me. She's always looking for the finer things. A real fat suit with a Gucci ring. Gonna drive me around the bend and stop. I gotta get it cause I have to know. Darf ich vorstellen, sie ist für meine Frisur verantwortlich und für mein Make-up. Auch für das der anderen. Und sie ist gut. Ich kann das überhaupt nicht, jetzt bin ich erstmal dran. So we was at the bar, they called it Jaguar. The kind of club you gotta dress to impress when you're loaded. Sipping up the Jack like a maniac. Doesn't help you when you know you gotta play. Speaking to a friend. Das ist Katja Cool. Das ist die coole Drehin von diesem Video. Weißt du, oh no, von Bros ist, weißt du, und jetzt kommt's ganz fett. I didn't know what then. The girl fooling me around, cause she's dropped dead. It's hard to tell her no. Seeing that booty, oh, I gotta get mine, and she's gonna get hers, oh. Come on, get the facts, let me get my act title.